doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Hi, meine Damen und Herren. Ich bin Niklas Wilson-Sommer und das ist eine Reaction auf meinen YouTube-Kanal. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, drückt auf Abonnieren, lasst ein Like da und kommentiert. Und vergisst nicht, trinkt B12, Baby. Mein Geschenk, was sie mitnehmen sollte, hat sie bei sich zu Hause vergessen. Das Geschenk, was ich für ihn gekauft habe, war auch extrem teuer. Aber ich werde in Hamburg genau dasselbe Geschenk nochmal kaufen. Also easy. Das ist so ein scheiß Intro, ich sag ehrlich. Das ist noch richtig. Mann. Hä, hey, um was geht's? Mit der Eli. 21, can you do some for me? 21. Can you hit a little rich flex for me? Ich pack grad das Geschenk ein. Das ist mein Geschenk. Das ist ja ein Baba-Geschenk. Ah, Breitenberg. Nee. Ah. Guck mal, mein Arm. Zeig mal her. Ah, Junge. Gut. Sieht scheiße aus. Dankeschön. Wie alt bist du geworden? Offiziell 26. Offiziell 26 und inoffiziell? 32. Alter, was ist das denn? Geil, Alter, das ist Kaktusflaschen. Oh, das ist auch geil. Hammer. Digga, du bist so ein Troll, Digga. Geil. Ich wollte ihm eigentlich das wieder zurückschicken, was er zu mir geschenkt hat damals. Was hat er dir übrig geschenkt? Das war ein scheiß Weight Watchers Katalog. Deswegen habe ich mir heute gedacht, ich schenke ihm etwas, was zu seinem Charakter passt. War die Halt, Digga. Schön, dass du da bist, Digga, ernst. Und, alles klar? Und was ihn ja einfach so widerspiegelt, wo man sagt, ey, das ist das, wenn ich an Breitenberg denke, an diese Sachen denke ich. Ich habe mir Mühe gegeben. Mein erstes Geschenk, guck mal, wie ich eingewickelt habe. Bro, was ist das denn? Dirty? Digga, ist das dein Ernst? Was steht oben auf der Kiste? Digga, lieben Princess wir. Girl. Aber der, okay, der ist süß, Digga. So was kriegst du immer im Stream. Lage, lang? Was ist das denn? Schlüsselanhänger für den Auto, für Porsche. Das sind Socken, du chillst ja gerne zu Hause dran. Super soft. Nägel? Boah, das ist aber gut. Bruder, du meinst doch, du willst unbedingt eine Umhängetasche. Ja, ja, aber ich dachte von, wie hieß deine Marke noch? Prada. Ist doch gut, Digga. Ja. Bruder, du hast einfach alles gekauft, was pink ist. Du bist einfach online. Das sieht keiner zu Hause. So, ich muss jetzt weiter essen. Yes! Wie viele Tiere sind da gestorben? So geil. Aber soll ich euch mal einen Call geben? Hey! Ja, alles klar bei mir. Geil! Geil, Digga. Geil, geil, geil. Wisst ihr, dass ich eigentlich kein Fan bin von Shisha-Bars und Essen, weil, und jetzt kommt eine einfache Erklärung, da, wo du scheißen gehst, isst du ja auch nicht. Also, wisst ihr, was ich meine? Digga, kurz Sperrmüll austeilen, Alter. Hallo, Sperrmüll? Hey, der Bachalum. Mein Armbrot ist auch schon dabei. Und du sammelst das für die Obdachlosen? Ich mach halbe-halbe. Die Hälfte kriegen Obdachlose, die Hälfte bekommen echte. Das ist gottlos mit dieser... Das ist gottlos mit dieser Business-Ding. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Ja, nee, Chat. Er macht diese ganze für mich. Alles für mich, halbe für auch mich. Da muss ich die Miete bezahlen und einkaufen, essen und das ist mein Leben. Eine Message an die Leute da draußen. Dass die Seelen in der Türkei alle in den Himmel kommen ins Paradies. Alle Kinder, alle Mütter und Väter mögen ins Paradies kommen, die nicht mehr da sind, auch die Soldaten. Und wir, die wir hier sind, hauen noch mal auf die Kacke, bis wir auch abgeholt werden irgendwann mal. Hinter der Kamera. Digga, was ne Message? Digga, was? Ja, okay. Dann machen wir das wieder Markus sagt. Mara Abu Joju. Okay, machen wir. Achso, ich dachte, ich soll das aufnehmen. Was machst du auf Backstreet Boys, Rohat? Alright! Sag mal. Roa Supporter. Schön Hoodie, ernst. Boah. Boah. Wer sieht sein Handy? Hey, yo! Viele haben sich mal gefragt, wie mein Zimmer aussieht. Hier ist noch ein Fernseher. Und guck mal, was ich bekommen habe, Mann. Juhu, jetzt, Mann! Wenn ich schlafen gehe, gucke ich mir was an, snack ein bisschen was. Casey Family für 10% meiner lieben Freunde. Aber sagt niemandem was. Ui. Ich kann das nicht schon machen, Digga, Ding hier. Es ist eh vorbei, Digga. Jetzt gibt's ein Basketball 1 gegen 1. Es geht um Top. Asriel Brooks, danke für 15 Monate. 1000 Euro. 1000 Euro.
Hol dir Robert. Auf ganz locker, auf ganz locker. Ja, diese lockere. Yes! Rojo! Yes! Yes! Seitenstechen geht los. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Okay, boy! I see. Digga, daran merkst du, ich weiß nicht, an solchen... 7-5. Daran merkt man immer, dass diese Leute nicht viel Sport machen, weil Rohat bleiche Kreide weiß ist. Keine Ahnung, ich finde, das erkennt man immer. Basketball, Digga, ich sag dir, ich sag nicht mal, Basketball ist so anstrengend. Hast du schon mal geboxt? Digga, box mal eine Minute gegen einen Boxsack im gleichen Tempo. Boah, krank. Muskelversagen. Das 1 gegen 1 gedreht. Weißt du, wie sich das anfühlt, dass die Leute ein kleines Gefühl haben? Wie nachdem du gekommen bist. Oh, diese Läsche. Voll Läsch. Wisst ihr? Ayo. Das Ganze seht ihr auf Bilo, seinem Channel. Digga, wir sind beide so am Arsch. In einer Woche Diät, meine lieben Freunde. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich denke gerade, er macht jetzt einen Beat an. Ich Kriegt 50 Euro. Bruder, machst du? Ja. 50 Euro? Warte mal, nimm mal 25. Gib mir 10. Ich muss unsere Kohle, ich weiß nicht. Ali, ist hier eine Banane? Nein, du hast gesagt, ist hier was Geräusche gemacht. Ich mache auch Katzengeräusche. Du siehst es halt rassistisch. Ja, du machst Katzengeräusche, danach machst du Affengeräusche. Ich lache über die Affengeräusche. Was denkt er sich, Digga? Alter, mein Fuß, Digga. Guck mal, wie läuft es so? Ich bleib bei dir, komm, lass zusammen duschen. Hi, Junge! Jetzt drücken. Ist offen? Okay, mein Schatz, bis gleich. Ich hab einen orangen Anzug an. Das ist nur so ein Sind seine Haut wieder heilig? Ich glaube ja. Wir sind die besten Motzis, Mann. Boah. Digga, Medi. Digga, macht Medi nicht immer Calls Fitness? Macht Deluxe nicht immer auch Deluxe Fitness Calls? Walla. The best man. Ja. Love you. Aber Bruder, was ist denn los, Großer? Trinkt doch danach eine Vita-Welt. Jetzt gibt's ein Wettessen gegen. Merkt euch eine Sache: Sättigung ist nur ein Gefühl. Du kannst es wirklich warm anziehen. Das ist aber wenig. Rohat sang- und klanglos untergegangen. Du bist ein würziger Gegner, Bruder. Guck mal, wie die beiden laufen. Ich wollte noch pusten, ich hab was eingekackt. Ah, es brennt gerade. Oh, und locker atmen. Macht den Druck aus hinten. Das war so vor der Öffnung so. Hier ist die Öffnung. Diese Schlitz. Das war die Kacke so, aber Durchfall. Was kaputt. So ein Pupsi und dann ist es nass. Also, Sydney, du sagst, im Stehen Jackson ist es. Ja? No er cap. Hat ein Porn. Abo abgeschlossen, wo er mit VR-Brille Pornos gucken kann. Wird er gerade so gefragt im Prada-Store, bei welcher Mannschaft er spielt? Ist da deine Antwort? Hertha. Nee, die lebe ich mehr. Sydney, bitte 2 Monate 25. Ich bin dann nicht mehr hip. Bin ich hip? Nee. Kannst du vielleicht ein Foto machen? Bin ich hip? Findest du mich hip? Machen die Junge mal. Digga, gib mir ein bisschen Coca-Cola. Ich hab nur Fotos von in Kamera gemacht. Alter, wie alt bist du? Ich bin 97. Uncool. Ich verstehe. Digga, mit 25 geht's Richtung 30, ne, Chat? Und bei mir ist es langsam the way to 30, ne? Gibt's irgendwie so einen Begriff wie ein... Es gibt ja MILF, GILF, Daddy, I like to fuck. Bin ich ein DILF? Du hast kein Kind. Okay, wie sagt man dann? Ledig. Ledig. LILF. Nee. Wie sagt man? NILF. Willy, I like to fuck. Ein Wolf. Ein Wolf bin ich momentan. Willy, I like to fuck. Nee, ich muss so, das ist so, dass ich ein erwachsener Mann bin, so. Mit der Willy, weißt du? Mit der Willy. Nee, wisst ihr, was ich meine? So, wie, gib mir mal einen Begriff. Sugar Daddy, nah, not Daddy. Ficker, nee, auch nicht Ficker, so. Was bin ich? Ja, ein Senior. Ich bin ein Silf. Ich bin bald ein Silf. Sydney ist auch ein Silf. Senior, I like to fuck.
Ja. Sehe ich, wie das so schnell ging, seitdem ich 18 bin, dass ich jetzt 20 bin. Warte mal, bis du 25 bist, du Wichser. Ich glaube, das sind die hässlichsten Schuhe, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Wie kosten die Schuhe? 650. Ist das respektlos? Bitte. Was sind eure Talente, Jungs? Ich habe mein eigenes Produkt bei Louis. Wie schön, ein Tornado. Das ist ein Glückskeks. Was ist dein Ziel? Iron Man? Ja, Bruder. Wann sagst du, du schaffst das? Ja. Ich wollte eigentlich Ende des Jahres machen, Bruder. Mexiko, wärst du gekommen? Mich unterstützen, Bruder? Sehr ehrlich. 100%. Wallah? Ich glaub schon. So ein Lügner. Ich hab Roat zu 7 Sachen schon eingeladen. Und der ist noch nie gekommen. Noch nie. Das Geschenk. Wir haben ein Team da, ja. Keine Zeit, Bro. Okay. Ich kann nur Brust schwimmen. Er macht bestimmt wie Angel, ne? Ja, so 150 Euro. In einem Stück, ohne Pause, ohne McDonald's Drive-In. Im offenen Meer auch noch. Weil ich bin einmal besoffen von einer Yacht runtergesprungen und ich war 10 Minuten nebendran und ich war wie in so einem Strudel. Das wird ein neuer Hit. Das wird der neue Hit. Ja, Mann. Liebst du mich? Ja. Es kracht so geisteskrank. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin schon seit ungefähr 20 Minuten auf Toilette. Digga, jedes Mal holt er seine Katze so ganz random von hinten und zeigt ihn in die Kamera. Guck mal, was für einen süßen Kater ich habe. Ich telefoniere gerade mit meiner Schwester, sie sagt, ich bin extrem scheiße, weil ich so wenig Sushi gegessen habe. Also du willst mir sagen, du hättest mehr als 4 geschafft. Mehr als 70. Ja, safe. Ja, easy. Ich glaube auch, sie wird es schaffen. Ich hätte auch 7 Döner geschafft, sag dir ehrlich. Kann man Schimmelkäse essen? Ja, mit einem Löffel. Genießen. Boah. Nee. Das ist so ekelerregend. Angekommen bei Fibos. Ich komme hier an, ich denke, ich kann losstreamen. Sie sagt zu mir, ich muss irgendwie ihr helfen bei irgendwelchen Paketen. Ja! Küsst euch. Break my fit. Sag doch was. Fibos muss gerade Scheiße aufheben von Max. Mit Scheiße in der Hand. Das ist so ein Kiosk-Ding. Gibt's da Grinder? Das ist mein Vlog ohne. Wir haben die Pakete. Sieht aus wie ein Wohnzimmer, ne? Ja. Wollen wir essen? Ja, komm. Auf deinen Nacken, ne? Passt. Was ist das? Wir dürfen da keine Hunde rein, Fibos. Das heißt, wir müssen zu einem anderen Ort suchen. Digga, ich wäre niemals da reingegangen. Steht da die Lara? Wir haben die Pakete. Sieht aus wie Dylan! Im Wohnzimmer, ne? Dylan Kebab, voila, nein. Nein, Chat. Wollen wir essen? Ja, komm. Auf deinen Nacken, ne? Passt. Leider dürfen da keine Hunde rein, Fibos. Das heißt, wir müssen zu einem anderen Ort suchen. So ein schlechter Joke. Digga, warum? So im Osten Stani, boah. Ich glaube, da war sein Schwanz lutschen, hast du das gesehen? Ach, Mann. Heute ist ja Valentinstag, ne? Soll ich dir eine Rose schenken? Ich habe noch nie was an Valentinstag bekommen. Ja gut, lass weiter. Das ist skandalös. Sie weiß einfach nicht, wo sie wohnt. Ich könnte gleich losholen, wirklich. Ich habe keinen Bock mehr. Digga, sie sagt mir gerade, dass sie für diesen Kelb, für einen Hundefriseur, 40 Euro bezahlt. Ja, also jetzt ist er ja noch, guck, jetzt hat er ja ganz viel Fell. Das sieht ja scheiße aus. Sommerlook und so kommt ja auch bald. Sommerlook. Hotdog Sommer oder was? Siehst du den Dreck? Ekelhaft. Er hat sogar Dreck auf dem Kopf. Das riecht nach Scheiße. Das ist aber süß. Oh. Neo. Ich sag, der Bre tut mir ein bisschen leid. Er ist der Coolste, der wird aber vernachlässigt. Digga, der ist ja mies dumm. Ih, wie nass ist. Junge. Guck mal, das ist Haram. Ih, Digga. Guck! Guck, hab ich's gesagt oder hab ich's nicht gesagt? Er ist der Wirt, er ist ein Bastard. Einmal bitte in die Kommentare schreibe, ob meine Analyse richtig ist oder ihre Analyse. Jetzt, wenn man nur das sieht, ich kann dir gerne jetzt ein Foto zeigen, wie die miteinander kuscheln. Ja, nachdem er sie geballert hat wahrscheinlich. Mehr braucht man nicht. Mehr braucht man nicht im Leben. Alles, was dein Herz begehrt. Hast du Cola Zero? Never ever have I changed on my niggas. What? Ja, weiß ich nicht, der letzte Edit. Traumpaar, ayo. Ayo. Gutes Ding. Ich hatte noch irgendwas so hier viel später ansehen. 1, 1, 2, 2. Mr. Nice Guy ist so High School Musical American Pie.